Hallo und herzlich willkommen zurück in WoW The Burning Currywurst. Nein, Crusade natürlich. So, jetzt müssen wir das hier machen, ne? Können? Ich weiß es nicht. Wir machen es so, wie das hier laut Questbeschreibung auch sein soll. Komm, spawn den nächsten. Nix, spawn den nächsten. Doch, da spawnt er den nächsten. Zerfallen die Sau. Warum hat er nur zwei? Kann ich die auch? Probieren wir einfach mal. Probieren wir das einfach mal aus. Nein, das können wir nicht. Ah, ja, genau. Ja, ja. Ah, wunderbar. Die droppen natürlich das. Das sammeln wir erstmal. Und, der hat noch 30 Sekunden Abklingzeit. Dann holen wir uns den hier auch noch. Ich hoffe mal wenigstens dafür gibt es ein schönes neues Kleidungsstück und dann werden wir die Quest abgeben. Zum Level 60. Hey, ho! Hey, Stabfähigkeit von 10. Wow, unbelievable. Das war Nummer 3. Jetzt können wir gehen. Kräuter gibt es in dieser Area, glaube ich, nicht. Ja, da reite ich mal großzügig außen rum, sonst haut uns nur irgendeiner vom aus dem Sattel und dann Arsch-KT. So, mit Level 60 kriegen wir, glaube ich, auch die Quest für Epic Mount, weil ich meine, in Burning Crusade musste man die Quest noch machen und bekam das Epic Mount nicht leichtfertig in den Po geschoben. Ah, komm, nee, das Kräuterchen holen wir uns jetzt auch noch eben. Oh, Wasungsschlacht für Level 10 bis 19 ist gerade aufgegangen. Finde ich cool, diese Benachrichtigung, dann weiß man, auf welchem Level gerade was los ist. Gab es in Trallmann nicht eigentlich auch Klassenlehrer? Ich glaube, bevor ich mich nach Ogrimma porte, gucke ich erstmal in Trallmann an. Weil zurückzukommen ist dann doch schon
ein weiter Weg. Schon wieder nur 2 Gold. Schon wieder nur Gold und keine Klamotten. So, Livil Siegzieg. Wir machen natürlich hier weiter, weil ich möchte hier hinkommen. Zu Shadowburn. So, dann fliegen wir jetzt nach Tralma und hoffen, einen Klassenlehrer da zu finden. Ah, boah, hier massig Kräuter habe ich gesehen. Ah, da müssen wir später eh noch hin, weil irgendwo gab es, glaube ich, so eine Absturzstelle, wo man dann dahin musste, ne? Ah, da müssen wir als nächstes hin, okay. Die Portale müssen wir... Ah, da können wir als nächstes hin, weil da gab es, glaube ich, den Hut. Hier gab es die Schultern. Hier gab es nix. Hier gab es nur das. Hier gab es nur das. Hier gab es das. Hier gibt es auch nur Gold. Hier gibt es nochmal einen schönen Hut. Den will ich haben. Den brauche ich. So, Klassenlehrer. Jung. Sag mir, gibt es hier irgendwo einen Klassenlehrer? Lothar. Ja, du sagst nur Greetings. Greetings am Arsch, sag ich zurück. Skinning. Leather. Blood and Thunder. Erstmal Chefkoch und Juwelier und Schneidermeister Gedönse. Jetzt verkaufen habe ich nichts. So, jetzt haben wir hier aber noch eine neue Quest. Anaria Sholar. Ach so. Da wird man ins neue Gebiet geschickt. Ich glaube, hier waren keine Klassenlehrer. Das ist jetzt aber mal richtig, richtig uncool. Ich glaube, hier gab es nur Berufslehrer. Ja, Blacksmith und so. Die Viecher kann ich noch nicht mal anwählen, okay. Gab's auch nichts, ne? Naja, Alchemie, Kräuterli, hier oben wahrscheinlich Verzauberung oder so ein Gedönse. Ja, Verzauberung. Oh, bleibt da doch nicht immer hängen. So, hier außen gab's auch nichts, ne? Ne, hier gibt's keinen Cluster, hier oben wird auch keiner sein. What is it? Ja, ich muss zurück nach Orgrimmar. Oh, und dann den ganzen Weg wieder hin. Alter Falter. Naja, da machst du nix. Genug Gold für die Ausbildung sollte ich eigentlich haben. Ich sag auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal Weg vor mich, ich muss jetzt was skillen, dann muss ich in die jetzt hör doch mal auf zu lecken, was lädst du hier überhaupt so lange nach? Alter, ist gut jetzt. Muss ich zurück hier in die Burning Steps, weil da gab es eine Hexenmeister-Quest. Level 60, also für das Viech, oder startet die hier? Ne, hier glaube ich nicht. Ich muss ja eh, wenn ich zurück will, nach Tralma und so, muss ich ja eh rüber auf einen anderen Kontinent. Glory to the Horde.
Jetzt gibt es erstmal viel zu erlernen. Corruption Level 7. Curse of Doom. Ach, der ist hier immer noch so. Okay. Da musste ich nur mal kurz lesen, ob der noch so ist, wie ich den in Erinnerung hatte. Ah, neue. Hier und da. Das ist auch neu. Neu. 7 und 8 kriege ich. Ach, ich frag nicht. Ist okay. Ist halt so. So, ein Ding haben wir neu. Was war das nochmal? Curse of Doom, genau. Curse of Doom. Den braucht man natürlich eigentlich nur bei Bossen, wenn überhaupt. Pack ich den so weit weg? Na komm, den packen wir hier hin. Das habe ich ja nicht mehr, dann kann das weg. So, da haben wir den Curse of Doom. Das andere war ja alles. Ja, okay. So, und dann müssen wir natürlich noch gucken hier für Level 234. 234, also alles was 234 ist, wird jetzt gekauft. 234. Boah, da ist das ganze Gold, weil ich hatte schon wieder weg. Unglaublich. Das kostet auch 2,34, aber ist für Level 2. Ja, okay, aber ich frag nicht. Yo, man. Das war auf jeden Fall ziemlich teuer. Ich hatte, glaube ich, 40 Gold oder so. Und jetzt haben wir nur 2. Das ist dann schon ein wenig beängstigend. Der hatte 2 Sachen gelernt. Was war das? Ach so. Okay. Das war ein passives Dingen. Dann brauchen wir den Succubus. Und ja, wie gesagt, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.